Oh, der ist so süß. Oh, ich liebe Tiere. Aber ich hasse Tierschützer. Okay, okay, nicht alle Tierschützer. Es gibt Tierschützer, die erstaunlicherweise genau das machen, was der Name auch vermuten lässt. Die schützen nämlich Tiere, indem sie die zum Beispiel aufpäppeln oder sie artgerecht unterbringen oder so eine Unterbringung vermitteln. Und das war's. Das Gute daran ist, man bekommt nichts von ihnen mit. Das Schlechte daran ist, man bekommt nichts von ihnen mit. Ganz im Gegensatz zu den Tierschützern, um die es heute geht. Hier kommen für euch die 5 nervigsten Arten von Tierschützern. Nummer 1, die Insta-Aktivisten. Die retten keine Tiere. Nein, die retten den Planeten. Uns alle, ja, das Leben selbst. Wenn die auch nur eine Spinne aus ihrer Wohnung tragen, dann hat die Menschheit ein Recht darauf, das zu erfahren und daraus zu lernen. Und deshalb posten sie es auf allen Social-Media-Kanälen. Hashtag, an meinem guten Wesen soll die Welt genesen. Im Ernst, diese Art Tierschützer trägt ihren meist selbstvergebenen Titel wie eine Monstranz vor sich her. Schamlos prahlen sie über jede noch so banale Kleinigkeit und sie lieben es, Selfies zu machen mit sehr seltenen, aber meist total niedlichen Tieren. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Australien mittlerweile Koala-Züchter gibt, die sich komplett auf den Markt mit diesen selbstverliebten Insta-Aktivisten spezialisiert haben. Für jeden Normalsterblichen, der sich mit irgendeiner Tätigkeit unterhalb der Errettung alles irdischen und außerirdischen Lebens beschäftigt, haben diese moralischen Übermenschen natürlich nichts als Verachtung übrig. Sie verstehen einfach nicht, wie einen das Schicksal unschuldiger, hilfloser Kreaturen so kalt lassen kann. Diese Leute sind zwar echt nervig, aber im Grunde harmlos. Ganz anders sieht das bei der zweiten Gruppe aus. Der Social Justice Warrior Special Force Abteilung Tierschutz. Mit diesen Jungs und Mädels legt man sich besser nicht an. Wenn die im Netz irgendwo auftauchen, dann wechseln selbst gefürchtete Hacker panisch ihren Account und fangen an zu beten. Denn diese Leute sind nicht einfach nur auf einer Mission. Die sind im Krieg. Und im Krieg ist bekanntlich alles erlaubt. Sobald die mitbekommen, dass jemand ein Tier nicht ordentlich behandelt, setzen die eine Maschinerie der sozialen Ächtung in Gang, die sonst eigentlich Sexualstraftätern vorbehalten ist. Oh, und wie man ein Tier ordentlich behandelt, das entscheiden, ihr werdet es euch fast gedacht haben, die Social Justice Warrior natürlich selber. Sie jagen nicht in Rudeln unter 3 Personen und finden sich online oft spontan zusammen. Ein typischer Angriff beginnt, in dem zunächst erstmal fassungsloses Entsetzen geäußert wird. Ich äußere fassungsloses Entsetzen. Danach folgt ein Vorwurf auf den nächsten. Ich äußere einen Vorwurf nach dem nächsten. Am Ende werden dann meist rechtliche Schritte angedroht oder Gewaltfantasien geschildert. Hier haben wir dafür ein schönes Beispiel. Schade, dass man die Besitzerin nicht daneben anketten darf. Aber die müssen ja artgerecht gehalten werden, auch wenn sie es eigentlich nicht verdienen. Ach übrigens, es ging in diesem Forenbeitrag um eine Frau, die ihren Hund in ihrem eigenen Garten für eine halbe Stunde am Tag anleihen wollte, während sie ihr Kind zum Kindergarten bringt. Und nein, solche Reaktionen sind kein Einzelfall. Nehmt euch ein x-beliebiges Tierforum und eine halbe Stunde Zeit, ihr könnt sie nicht verfehlen. Aber macht bloß nicht den Fehler, ihnen zu widersprechen. Denn die wollen nicht nur spielen, die beißen auch. Nicht mit den Zähnen, aber mit spitzer Feder kämpft die dritte Gruppe, die Korinthenkacker. Das sind Leute, die den Begriff Tierwohl so weltfremd auslegen, dass er im Grunde genommen nicht mehr eingehalten werden kann. In Augsburg beispielsweise hat das Veterinäramt einem Zauberer verboten, dass in seinen Vorstellungen geklatscht wird, wenn er das weiße Kaninchen aus dem Hut zaubert, denn dieses Kaninchen könnte sich erschrecken. Einer älteren Dame wurde die Vermittlung einer Katze aus dem Tierheim verweigert, weil sie die draußen streunen lassen wollte. Daraufhin hat das Tierheim ihre Adresse gegoogelt und rausgefunden, dass 100 Meter weiter eine vielbefahrene Straße verläuft. Im Netz häufen sich die Berichte, dass Tierheime absurd hohe Anforderungen an Interessenten stellen und diese dann auch noch unangekündigt kontrollieren wollen. Was denn noch alles? Urinprobe, Fußfessel, Videoüberwachung. Wenn wir auch nur halb so hohe Anforderungen ans Kinderkriegen legen würden, wie ans Tiere adoptieren, wir wären schon längst ausgestorben. Einer der wenigen Vorteile daran wäre allerdings, dass damit auch unsere vierte Gruppe verschwunden wäre, die Heuchler. Hier sei vor allem die Tierrechtsorganisation PETA genannt. Angeblich kämpfen die gegen Tierquälerei. Allerdings ist dieser Tatbestand ihrer Meinung nach schon erfüllt, wenn man sich ein Tier auch nur zulegt. Denn schon die Haltung eines Tieres durch den Menschen ist für sie nichts anderes als Knechtschaft. Stallungen für Nutztiere vergleichen diese sympathischen Zeitgenossen mit NS-Konzentrationslagern. Auch wenn die Bedingungen in der Massentierhaltung wirklich furchtbar sind, ihr habt da oben auch nochmal ein Video vom Y-Kollektiv zu dem Thema, so ein Vergleich geht einfach gar nicht. Was aber noch viel weniger geht, ist, sich lautstark als Anwalt der Tiere aufzuspielen, diese dann aber selbst tausendfach umzubringen. Und genau das haben sie getan.
Sie töteten fast 30.000 Tiere, darunter reinrassige Welpen, die leicht zu vermitteln gewesen wären. Laut Peter mussten die Tiere getötet werden, weil sie sonst keinen Platz mehr gehabt hätten. Wie wäre es, wenn man einfach nur so viele aufnimmt, wie man auch unterbringen kann? Das dachten sich auch die Initiatoren von No-Kill und gründeten Tierheime, in denen nicht aus Platzgründen eingeschläfert wird. Das No-Kill-Shelter in L.A. beweist, dass das funktionieren kann, ohne dass die Tiere leiden müssen. Das sind echte Tierschützer. Ganz im Gegensatz zu unserer fünften und letzten Gruppe, den Verbrechern. Und auch hier gehört Peter nachweislich mit dazu. Und ich meine das nicht im moralischen Sinne, sondern im rechtlichen. Zwei ihrer Aktivistinnen haben zum Beispiel den Hund einer Neunjährigen vom Grundstück der Familie mit Leckerlis weggelockt, in eine Transportbox gesperrt und in die Zentrale gebracht. 24 Stunden später war die kleine Maya tot. Das ist nicht nur Diebstahl, das ist auch ein Verstoß gegen die Haltebestimmungen von Virginia, wo dieser Vorfall stattfand. Die schreiben nämlich vor, dass jedes Tierheim mit der Tötung mindestens 5 Tage warten muss, damit die Besitzer genug Zeit haben, nach ihrem verschwundenen Liebling zu suchen. Aber nicht nur große Organisationen, auch kleinere Gruppierungen begehen immer wieder Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Namen der Tiere. Und ich finde es nicht in Ordnung, wie das dann oft sofort als Bagatelle abgetan wird. Es ist nun mal nicht okay, sich nachts auf das Grundstück anderer Leute zu schleichen, um dann in die Häuser und Stallungen einzubrechen. Auch nicht, um dann dort irgendwelche tollen Fotos zu schießen, die die Öffentlichkeit wachrütteln sollen. Es bleibt Hausfriedensbruch. Punkt. Genauso wenig ist es gerechtfertigt, Anschläge auf Metzgereien zu verüben, die Pelze anderer Menschen mit Spraydosen zu besprühen, die Wohnadressen von Menschen ins Netz zu stellen oder ihnen Gewalt anzudrohen. Und das bedeutet nicht, dass ich Tierquälerei gutheiße. Was ich aber noch viel weniger gutheiße, sind Menschen, die glauben, sie stünden über dem Gesetz und die Ankläger, Richter und Henker in einer Person spielen wollen. Schreibt mir gerne, was ihr für Erfahrungen mit militanten Tierschützern gemacht habt. Wenn die mich nicht gleich zerfetzen, dann sehen wir uns in der Kommentarspalte. Ich sag erstmal tschüss, bis nächste Woche.